Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück bei Indiana Jones and the Fate of Atlantis, wo wir den letzten Pfad bestreiten wollen. Und zwar den Teampfad. Und das werde ich der guten Sophia jetzt auch sagen. Ich wollte dies lieber mit dir zusammen angehen. Bist du dir wirklich sicher? Ja, ich bin mir sicher. Lass uns als Team arbeiten. Okay, wenn das deine Meinung ist, gehen wir gemeinsam. Macho. Okay, lass uns los, dann können wir heute Nacht noch starten. Du lässt das so romantisch klingen. Und so machen wir uns jetzt gemeinsam mit Sophia auf dem Weg. Ach, ja. Wollen wir wieder zuerst nach Monte Carlo oder? Ich flieg diesmal nach Algier. Oh, hier ist direkt schon wesentlich mehr los, sehe ich. Unser Freund der Bettler. Hallo da. Ah, ein wohlhabender Amerikaner. Was machen Sie hier auf der Straße? Ich bin ein Bettler, Effendi. Es ist mein Job, hier zu sein. Heute gibt es sogar ein Sonderangebot. Gib mir etwas zu essen und ich gebe dir ein tolles Geschenk. Okay, wir haben nichts zu essen, tatsächlich. Ich möchte jetzt auch nicht ewig mit dem Bettler reden. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht in einem der anderen Pfade. Lösungswege. Ihr wisst, was ich meine. Was zu essen haben wir tatsächlich nicht, außer, naja. Entschuldigen Sie? Bringst du was zu essen? Hier. Ich bin ja vielleicht ein Bettler. Aber auch wieder nicht derart verzweifelt. Sehr schön. Ich möchte übrigens in dem Teampfad das so machen, dass ich so oft wie möglich mit Sophia rede. Sprich auf jedem Screen. Und deswegen fange ich jetzt hier. Wieso Bürger? Ich würde gerne. So, mit Sophia reden. Entschuldige. Was? Ah, Algerien. Was machen wir jetzt? Lass uns Oma Al-Jabbar finden. Ja, so ist es. Den wollen wir finden. Wie immer eigentlich. Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Mensch? Messerwerfer? Entschuldigen Sie. Ja. Nette Messer. Ja, die sind ein Geschenk meines Vaters. Dem größten Messerwerfer in Nordafrika. Ich versuche, in seine Fußstapfen zu treten. Aber, und das ist eine Schande, niemand will sich freiwillig als Assistentin zur Verfügung stellen. Seit dem kleinen Unfall. Es gab einen kleinen Unfall, okay. Wissen Sie, wo ich Omar Al-Jabbar finde? Er hat einen Laden in der Nähe, hinter dem Marktplatz. Oh, entschuldigen Sie die Störung. Keine Ursache. Ich wünsche, eine Freiwillige würde sich melden, um zu mir zu helfen. Ach, er wünschte, wir haben doch Sophia. Was? Ich glaube, du solltest dem Messerwerfer helfen. Nein, das wirst du nicht, Jones. Wenn du es tust, darfst du meinen Hut tragen, ist klar. Denk an die internationalen Verbindungen. Komm, wir kitzeln sie mal so ein bisschen. Oh, jetzt kapiere ich. Du hast Angst. Dann bin ich halt ein Feigling. Aber ich melde mich nicht freiwillig. Wo ist dein Sinn fürs Abenteuer?
Da werden wir uns wohl nicht einig, ist aber auch soweit nicht schlimm. Ich wüsste sowieso noch nicht, warum sie das machen sollte. Entschuldigen Sie? Ja. Auch der Händler, den haben wir auch bisher nicht getroffen. Sehr interessant, hier ist viel mehr los auf dem Marktplatz. Wo können wir Omar al-Jabbar finden? Omar? Seine beschämende Entschuldigung für ein Geschäft ist hinten in der Straße. Was ist heute denn besonders gut? Heute haben wir was Besonderes. Taube am Spieß. Nur 20 Dinar. Akzeptieren Sie auch US-Währung? Leider nein. Eine Taube wäre nicht schlecht. 20 Dinar, Effendi. Vielleicht können wir ein Geschäft machen? Was für eine Art von Geschäft? Eine Lederjacke für eine Taube wäre doch fair, oder? In dieser Hitze. Sie machen Witze? Gehen Sie nicht weg. Ich komme wieder. Okay, also wir könnten die Taube am Spieß gegen einen Tauschgegenstand erhalten, aber wir haben sicherlich nichts, was da bisher Sinn ergibt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in Omars Laden. Oh, ich bin einigermaßen überrascht. Denn das ist, wir wissen es ja schon, das ist ja Omar selbst. Das war bisher nicht der Fall. Und das hier ist auch neu. Seltsam. Sieht wie der Geist aus, den wir in deinem Zimmer sahen. Dieser Geist war nur Absal. Okay, aber wir reden erstmal mit dem Händler. Entschuldigen Sie. Was kann ich für Sie tun, Effendi? Sind Sie Mr. Omar al-Jabbar? Ich bin nur ein bescheidener Händler. Mein Name ist nicht weiter wichtig. Handeln Sie mit Antiquitäten aus Atlantis? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Viele Narren träumen vom verlorenen Königreich. Wie kann ich wissen, ob Sie es wirklich ernst meinen? Dafür bräuchten wir ja dann doch wieder das Visitenkärtchen von Mr. Trottier. Oh, Französisch, ihr wisst es, schlecht bei mir. Ich bin mir nicht sicher, was Sie meinen. Ein Beispiel. Es heißt, dass 3 steinerne Scheiben benötigt werden, um die Tore von Atlantis zu öffnen. Zeigen Sie mir einen solcher Scheiben. Ich hatte mal eine Scheibe gesehen, aber sie wurde gestohlen. Das ist schade. Ich rede nicht mit Amateuren über das verlorene Königreich. Okay, wir brauchen die Steinscheibe. Die müssen wir erstmal kriegen. Kann man denn diese Maske kriegen? Oh, die kann man tatsächlich einfach mitnehmen? Das hätte ich nicht gedacht. Sieht alles ziemlich wertlos aus. Reden noch mal mit Sophia. Hör mal, was ist? Glaubst du, der Kerl ist al-Jabbar? Es gibt nur eine Methode, das herauszufinden. Er will eine Steinscheibe sehen. Dann besorgen wir uns besser mal eine. Von allen Läden in Algerien mussten wir in diesen stolpern. Unser bleibt immer noch Island. Uns bleibt immer noch Island, Indy. Sehr schön. Ist dir warm genug? Es wird wesentlich heißer, wenn die Deutschen Atlantis finden. Das mag stimmen. Lass mich nachdenken. Okay. Es bringt ja nichts. Einen Augenblick mal. So. Sie denken also, Sie können hier weggehen, ohne zu bezahlen? Wie?
Na, was soll's denn kosten? Diese Maske? Wenn ich recht bedenke, können Sie sie haben. Die verscheucht immer meine besten Kunden. Okay, und dafür so ein Aufriss? Hättest du auch direkt sagen können. Ich würde vermuten, dass wir hier noch diverse Tauschs machen müssen. Vielleicht kriegen wir vom Messerwerfer was, was wir gegen die Taube tauschen können. Die Taube können wir dann wiederum dem Bettler geben und der Bettler würde uns dann was geben. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Da gehen wir besser nicht raus. Wir verlaufen uns nur. Nee, in der Tat, ich wollte eigentlich zum Flughafen und dann doch erstmal nach Monte Carlo. War scheinbar doch eine schlechte Wahl, erst nach Algerien zu gehen. Nun, da sind wir. Seit wann ist Monte Carlo die verlorene Stadt? Keine faulen Witze, Jones. Wir sind hinter Trottier her. Wie sieht Trottier denn aus? Wie soll ich das wissen? Ich habe ihn nie getroffen. Wir haben alles per Post erledigt. Und was lässt dich glauben, Trottier hier zu finden? Alle seine Briefe erwähnen, wie sehr er Spaziergänge schätzt. Und wenn Trottier auftaucht, was dann? Bring ihn zu meinem Zimmer. Dieser Plan klingt ziemlich haarsträubend. Keine Panik, wird schon schief gehen. Er hat einen der drei Steine. Wenn wir ihn zu einer Seance locken können, könnten wir den Stein vielleicht bekommen. Eine Seance? Ich mache mich fertig. Nun gut, ich meine, wir wissen ja, wie er ausschaut und da kommt er auch schon, glaube ich. Ja. Hey! Sind Sie Alain Trottier? Vielleicht. Wer fragt? Ich bin Dr. Indiana Jones vom Barnett College. Jones, Jones, Jones. Ich glaube, ich habe von Ihnen gehört. Ja, natürlich. Der berühmte Archäologe. Also, ich bin nur ein einfacher Professor. Überlassen Sie die Bescheidenheit mir, Sir. Alain Trottier. Amateurgelehrter Halbtagspoet und professioneller Träumer. Die Tarotkarten zeigen eine drei Becher. Deswegen bin ich nach draußen gegangen, frische Luft schnappen. Und da treffe ich Sie auf der Straße. Was für ein Glück. Was können Sie mir über Atlantis erzählen? Das hängt ganz davon ab. Ich fürchte, meine Konkurrenz wird von nichts Halt machen. Um zu beweisen, dass Sie nicht von denen kommen, beantworten Sie folgende Frage. Was war Platos größter Fehler? Na, das wissen wir mittlerweile, das war der Übersetzungsfehler. Ja, exzellent. Offensichtlich kennen Sie Platos Dialog sehr genau. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde sagen, das oberste ist so am wenigsten platt. Die anderen zwei, das klingt irgendwie ein bisschen, naja. Madame Sophia möchte Kenntnisse mit Ihnen austauschen. Ich bin sicher, das will sie. Meine Geheimnisse stehlen. Nee. Für was für einen Idioten halten Sie mich eigentlich? Nee, stopp, halt. Hier herüber, Monsieur Trottier. Ja? Entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit. Ich glaube nicht an Ihre Ernsthaftigkeit. Halt!
wäre das jetzt... Hey, warum hören Sie nicht mit dem Kleinke? Ja, hey, warum hören Sie nicht mit dem Kleinkarierten auf? Nun? Das ist aber jetzt sehr schlecht. Monsieur Trottier. Ja? Einen schönen Abend noch. Tja, kann ich jetzt hier zu Sophia rein? Tatsächlich. Bist du das, Jones? Wo ist Trottier? Ich habe es versucht, aber der Narr kommt nicht hier lang. Diese Möglichkeit habe ich nicht bedacht. Erwähne einfach mal nur Absals Namen. Okay. Wenn du meinst, dass das hilft, dann machen wir das doch. Ich meine, alles andere hat ja nicht funktioniert. Da kommt er wieder. Wieso? Wie, hallo? Nicht rankommen? Was redest du denn da? Ich wollte nur noch sagen, dass ich für nur Absal arbeite. Sagten Sie nur Absal? Nun, vielleicht sind Sie nicht der Verrückte, für den ich Sie gehalten habe. Geben Sie mir etwas Zeit, das zu überdenken. Oder rennt er schon wieder weg? Es ist unfassbar. Da kommt er wieder. So, genug überdacht. Nun, hallo wieder, Dr. Jones. Wie kann ich helfen? Kommen Sie, Madame Sophia wird Ihr Schicksal weissagen. Das ist ein großer Schritt. Ich bin nicht sicher. Kommen Sie, das ist eine einmalige Chance. Sie ist hier im Hotel. Ich brauche den Rat dieser Frau nicht. Ich brauche nichts dergleichen. Aber ich bin neugierig. Also werde ich gehen. Bitte gehen Sie voraus. Ich hatte erst schon wieder gedacht, es geht daneben. Nehmen Sie Platz, Monsieur Trottier. Ist er hier? Okay, Trottier gehört dir. Beschäftigen, ich versuche was. Bist du sicher, dass das klappt? Also der übliche Indie, das übliche Indie-Vorgehen wäre sicherlich das hier. Beschäftigen, ich versuche was. Alles klar. Gib mir eine Minute, während ich ihn einführe. Monsieur Trottier, ich bin so erfreut, endlich einen Experten für Antiquitäten zu treffen. Madame beschämt mich. Ich bin es, der erfreut ist, Sie zu treffen. Nun denn, ich brauche ein Zeichen der Macht für die Stimmung. Nun, ich habe diese Steinscheibe. Ich glaube fest, dass sie aus der verlorenen Stadt ist. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nun können wir beginnen. Obladi, bla bla. Okay. Die Frage ist, ob wir jetzt irgendwie Einfluss nehmen können. Wir hätten hier einen Laken. Kann man das nehmen? Ja, wir haben einen Laken. Da haben wir einen Schrank. Können wir den Schrank... Taschenlampe... Ich habe da schon eine Vermutung. Wir müssen wahrscheinlich als Geist auftreten, um die Seance so ein bisschen... Ich warte besser, bis es dunkel ist. Jetzt ist nicht die Zeit. Aber es ist ja nicht dunkel. Oder müssen wir hier... Ah, Moment. Wahrscheinlich müssen wir hier... Das Licht...
Was ist mit dem Licht passiert? Ich glaube, nur Absal sendet ein Signal. Okay, dann benutzen wir jetzt mal... Okay, erst das Laken. Dann die Maske. Vielleicht noch... Oh ja, das sieht gut aus. Oh, ich fühle die Gegenwart von nur Absal näher kommen. Gut gemacht, Indy. Sieht aus, als ob wir einen der drei Steine haben. Hoffentlich finden wir heraus, wie man ihn benutzt. Ich wette, Trottier hat ihn von Al-Jabbar. Die zwei haben viele Geschäfte gemacht. Lass uns nach Nordafrika und das überprüfen. Prima. Ich rufe ein Taxi, während du dich umziehst. Okay, hier an der Stelle mal ein kurzer Einwurf. Ich erinnere mich an das Rätsel tatsächlich etwas. Das ist recht knackig, wenn man es nicht weiß, wie es geht. Weil, also ich weiß noch, ich war damals hier und ich bin auf das Bettlaken gekommen. Ich bin auf das Licht gekommen mit der Taschenlampe. Aber ich hatte die Maske nicht, weil ich vorher nicht in Algier war. Und dann ist es relativ schwer und die Maske hatte ich auch immer übersehen. Jetzt war ich natürlich ein bisschen vorgewarnt, deswegen sind wir hier jetzt sehr straight durchgekommen. Aber was soll's, wir haben die erste Steinscheibe. Ich lege besser das Laken zurück. Sehr ordentlich, der gute Indy. Dann wollen wir mal zum Flughafen, ehe Trottier uns wiederfindet. Wart auf mich! Und natürlich wieder nach Algier. Wer hätte das gedacht? Und der gute Omar wird jetzt hoffentlich ein bisschen kooperativer sein, wenn ich ihm die Steinscheibe zeige. Ich meine, das hat er ja als Bedingung genannt. Insofern ist es ja schon sehr wahrscheinlich, dass er doch begeistert davon sein wird. Entschuldigen Sie. Das sollte Sie interessieren. Ah, ein Sonnenstein, wenn mich nicht alles täuscht. Und ein höchst seltener Fund, Dr. Jones. Woher wissen Sie, wer ich bin? Ja, woher? Meine liebe Miss Herbgut, wenn man Omar Al-Jabbar ist, dann weiß man sowas. Dann sind Sie Al-Jabbar? Ja. Ein einfacher Händler für Kleinigkeiten und Seltenheiten. Zu Ihren Diensten. Kommen wir zum Geschäft, ja? Was wissen Sie über Atlantis? Ja, erzählen Sie. Nun, irgendwo tief in den Atlasbergen ist eine recht alte Ausgrabungsstätte. Ich bin überzeugt, dass dort die Reste eines atlantischen Vorpostens zu finden sind. Wessen Ausgrabung ist es? Europäer, Deutsche, um genau zu sein. Was macht Sie sicher, dass es atlantisch ist? Von Zeit zu Zeit tauchen die Lumpen hier auf, um mir Dinge zu verkaufen, die sie von dort gestohlen haben. Die Muster sind unverkennbar. Wo genau ist das? Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich weiß genug, um diese grobe Karte zu zeichnen. Aber sie ist wirklich nur grob. Das Problem ist, dass die Wüste kein Ort für einen zivilisierten Menschen wie mich ist. Wir gehen. Wir gehen? Ich bewundere Ihren Mut. Aber Sie werden die Wüste nie überleben. Geben Sie auf, solange Sie noch Ihr Leben vor sich haben.
Nein, wir geben niemals auf. Nun dann, soll Allahs Wille geschehen. Ich leih Ihnen meine Karte. Und ein paar meiner besten Kamele. Okay. Dann habe ich hier mir doch zu viel eingebildet mit Messerwerfer und so. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass man hier irgendwie aktiv werden müsste. Einige Minuten später? Was zum... Was denn jetzt? Indy? Einige Stunden später... Was ist denn jetzt passiert? Sie sind zurück. Und am Leben. Sagen Sie mir, wie war die Reise? Ja, außer dass die Kamele nach ein paar Meilen verreckten. Oh, so eine Schande, das waren meine letzten beiden Kamele. Vielleicht kann ich das wieder gut machen. Haben Sie noch die Maske, die ich Ihnen gab? Ja, die habe ich bei mir. Warum fragen Sie? Ich würde sie gern gegen etwas anderes eintauschen. Was würden Sie mir geben? Das hängt davon ab. Haben Sie etwas Bestimmtes im Auge? Machen Sie ein Angebot. Nun, wie wäre es mit diesem Baseball? Er wurde von einem gewissen Lou Gehrig signiert. Klingt scheußlich. Haben Sie etwas anderes? Wie wäre es hiermit? Dieser Voodoo-Puppe. Sie wurde aus dem Holz vom Schwarzwald geschnitzt. Okay, also das ist jetzt die Frage, ob das Sinn macht, das jetzt einfach so durchzugehen. Wir wissen ja gar nicht, was wir gebrauchen können. Eine Sache höre ich mir noch an. Wie wäre es hier mit diesem kleinen roten Wagen? Er gehörte einmal Rudyard Kipling. Ich nehme den jetzt mal. Sie haben einen guten Tausch gemacht, Effendi. Na super. Ach, der hat ja nur drei Räder. Das auch noch. Ja, ich bin mir nicht ganz schlüssig, wie wir jetzt in die Wüste kommen sollen. Aber das ist das nächste Rätsel, was wir in der nächsten Folge dann lösen werden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dann. Ciao.